Das Ding ist noch am Bauen, sehr gut. Dann designen wir doch gleich mal das andere Teil. Nachdem wir geguckt haben, ob hier alles okay ist. Ja, die haben alle Tags. Die haben auch Tags. Noch irgendwo irgendwas. Was bist du? Du bist einer von uns. Jo. Draußen lungert keiner rum. Nö. Jedenfalls nichts Ungedecktes. Also, wir hätten gerne ein Hotel Halle diesmal. Und zwar auf maximaler Größe. Und darin hätten wir gerne eine Hotelhallen-Cocktailbar. Natürlich. Warum ist die 3 breit? Das ist doof. Okay, da mal hin. Dann hätten wir gerne einen Tisch. Nicht direkt am Eingang, das ist doof. Ein da in der Ecke. Noch ein da in der Ecke. Was haben wir noch? Disco! Yeah. Das Objekt wurde in Disco. Auftrag gegeben. Disco. Disco. Wurde in Auftrag gegeben. Das dann mache ich mal kurz weg. So. Dann können wir das nämlich alles zu einer riesigen Disco-Halle machen. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ich hoffe mal, das passt so weit und das blockiert sich nicht. Oh oh. Wurde in Auftrag gegeben. Du weg. Also ja, ich hoffe mal, das blockiert sich nicht irgendwie. Dreh das mal. So, damit sie nicht alle synchron bewegen. Das sieht bestimmt komisch aus. Also, wir haben eine Cocktailbar, wir haben 2 Tische, das ist nicht viel. Machen wir nochmal. Das sind die Zwangsschuhe da unten, die grünen. Also müsste es so gehen. Okay, und den Rest verteilen wir einfach hier so. Ja. Objekt ist schlecht zugänglich. Ist es das? Na gut. Dann halt. Warnung, wenn Sie das Objekt dann halt so. Objekt unzugänglich. Die ist ganz schön aufdringlich, die Frau. So. Und du läufst schreiend weg, weil hier Leute mit Sprengstoff hantieren. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber es scheint soweit schon mal ganz gut zu funktionieren. Also abgesehen davon, dass kein einziger Kammerdiener im Hotel arbeitet und alle irgendwelche Schuhe polieren. Aber sonst... Ich stelle mal die Stoppuhr hier auf 2. Oh, du brauchst auch noch einen Tag. Genau. Wo lauft ihr schon wieder alle hin? Ihr sollt da arbeiten. So, die sitzen rum. Er läuft rum. Beim Casino würden wir bei dem Piano würden wahrscheinlich auch welche stehen, wenn das denn benutzt werden würde. Und das muss also noch gebaut werden. Okay, das können wir also auch erstmal ignorieren. Weltkarte. Ihr könnt wieder stehen. Ihr könnt wieder stehen. Ihr könnt wieder stehen. So, wir haben jetzt noch 7 Techniker. Die könnten wir mal verteilen. Bei Orange sind wir zugange, bei Gelb sind wir zugange und bei Blau. Rot hat 0, Grün hat 0. Okay, dann gucken wir mal, was wir da so anstellen können. 4 Arbeiter, 2 Wachen. 6 Arbeiter, 6 Techniker. Ich hätte aber gern was Besonderes. Also jetzt, wo ich weiß, dass es die Gegenstände gibt, die ähnlich wirken wie das physische Genie, hätte ich die auch schon ganz gerne. Das heißt, ich schicke mal einfach in jedes Land von Rot ein Techniker und warte ab. Okay. Bargeld ist langsam auf 250.000 runter. Aber wir haben ja auch gut was investiert, das ist schon okay. Ich denke mal, wir werden hier auch noch eine Stechuhr reinsetzen müssen. Oder gilt das denn für beide Räume gleichzeitig? Das wäre natürlich ideal. Müsste es eigentlich. Wir haben den Raum hier nur erweitert. Warten wir mal ab. Ihr seid alle noch am Sprengen. Ah, ich wollte gerade sagen, hoffentlich sprengen die da unten und sprengen nicht die Lifte frei. Das sieht komisch aus. Nee, die Lifte kommen aus einer Kiste auf dem Boden. Das macht viel mehr Sinn. So. Da kommt nochmal Sprengstoff. Spreng nochmal die Agenten da weg. Das wäre echt schick.
Macht das eigentlich Wut? Wenn die sehen, dass damit Sprengstoff hantiert wird? Nö, die laufen einfach weiter. Sehr gut. Basis ist sicher. Krankenstation ist nicht besetzt. Wie schaut es unten in der Kommandozentrale aus? Kommandozentrale ist auch halb leer. Das ist doch alles... Was macht ihr den ganzen Tag? Ihr lauft in den Gängen hin und her. Ja, das sehe ich auch, aber... Was macht ihr? Baut ihre Einrichtung. Ja, okay, das kann ich verstehen, dass sie jetzt recht viel Geld holen müssen, um die ganzen Sachen mal zu holen. Aber ich hoffe doch danach, dass es einigermaßen gesittet abläuft. Und eigentlich sollten auch nur die Bauarbeiter bauen und nicht unsere Kammerdiener. Die Kammerdiener sollten hier an der Theke stehen. Da ist keiner. Und am Piano und an dem Piano und überhaupt. Nee. Mecker, Mecker und so. Hm. Wir könnten auch in die kleinen Häuser einfach, also in denen es geht, einfach eine Mini-Hotel-Halle reinbauen und ein Sofa. Das wäre, glaube ich, eine gute Taktik für den Anfang gewesen. Dann hätten die schon mal irgendwas zu tun, die Touristen. Rumsitzen. Was haben wir denn noch zu tun? Außer zu warten, dass die restlichen Sachen gebaut werden. Wir könnten gucken, ob die Verschwörer schon irgendwas gefunden haben. Was denke ich mal nicht. Die sind noch alle am Einfliegen. Genau, der erste ist jetzt erst angekommen. Zweiter, dritter. Okay. Oh, ihr versteckt euch mal ganz schnell. Ihr auch. Sehr gut. Dann bleibt noch grün. Grün ist das einzige Land, das momentan keine Leute schickt, weil wir halt da nichts provozieren. Was war das hier? 6 Arbeiter, 6 Techniker war zu viel. 4 Arbeiter, 2 Wachen. Lieber rot als tot. Ja, das kenne ich auch noch. Nur halt andersrum. Okay, schicken wir mal 6 Arbeiter. Ah, wir haben fast keine Wachen mehr. Okay, wir schicken mal 6 Arbeiter von zu Hause. Und eine Wache von hier. Und eine Wache von hier. Und schicken die auch dahin. Und am besten noch eine als Puffer. Ist nicht viel Puffer. Aber ich will mal gucken, wie das denn genau funktioniert mit den Bedingungen, die man hat. Also was passiert, wenn man jetzt, während die Mission noch läuft, eine Person verliert, die man eigentlich bräuchte, um die Mission zu starten. Ob es dann sofort vorbei ist oder ob es erst vorbei ist, wenn alle tot sind. Wobei ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, im Tutorial gehört zu haben, dass es erst vorbei ist, wenn alle tot sind. Oh, naja, gucken wir halt mal. Du versteckst dich, du kannst wieder stehlen, die sind nicht weg. Was sagt unsere Karte? Unsere Karte sagt, ich höre ein Klavier. Sehr schön. Also jetzt, wo alles gebaut sind, haben die anscheinend auch Zeit zu arbeiten. Das ist sehr gut. Physische Genie macht überall schöne Pfeile nach oben. Na gut, fast überall Pfeile nach oben. Du hast nur einmal ein kleines bisschen was bekommen. Ich weiß ja nicht. Also... Feindliche Personen in Basis entdeckt. Falsche Richtung. Ihr habt alle einen Tech. Was machst du hier drin? Wir haben extra ein riesen Hotel gebaut, um Leute wie dich fernzuhalten. Aber ja, ich wollte gerade lamentieren, dass das Fies-Genie so zwar recht viele Leute erwischt, aber halt immer nur recht kurz. Im Gegensatz dazu werden alle, die hier sind, durchgehend regeneriert. Und die wechseln ja auch durch. Also ich glaube, es ist so effektiver, wenn er hier stehen würde. Obwohl, der ist voll. Der nicht. Der auch nicht. Nee, komm. Du darfst wieder zurück in die Kommandozentrale. So, also bitte dahin. So. Die werden alle wieder rausgeschmissen. Sehr gut. Das Ding hier wird irgendwie nicht so wirklich benutzt. Und warum lauft ihr mit Tabletts voller Essen und Trinken rum, wenn keiner da ist? Na gut, die Sachen sind da, es muss nur noch gefunden werden. Genau du da. Du, der schreiend hier durch die Gegend läuft. Willst du nicht einen Cocktail haben? Anscheinend nicht. Warum bist du denn so aufgeregt? In Panik, weil ich nicht rauskomme. Du
Du bist draußen? Das ist sehr verwirrend. Oh, was seid ihr? Erbärmliches Mesh-Einbrecher. Ich hoffe mal, die können jetzt nicht hier irgendwas angreifen. Das wäre nicht so toll. Na gut. Hier ist alles okay. Ich glaube, wir sollten langsam mal wieder unsere Mission weitermachen. Da haben wir lange genug gewartet. Jetzt haben wir das Hotel gebaut. Wir haben trotzdem noch 300.000. Wir sind am Cap von unseren Leuten, wenn ich es richtig sehe. Jo. Also ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Oh, und ich sehe, hier oben sind jede Menge Missionen dazugekommen. Da pausieren wir nochmal kurz. Was haben wir da? Eine Mammutaufgabe. Bringt anscheinend nur Bekanntheitsgrad und Wut. Braucht 8 Arbeiter. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir was. Friede, Freude, Eierkuchen. Die bringt anscheinend diesen Gegenstand hier. Was auch immer der Gegenstand ist. Ausrüstung, um Feldversuch einzusetzen. Technologie zur Massenberuhigung. Das klingt doch interessant. Was brauchen wir da? 6 Arbeiter, 4 Techniker. Gut. Dann ziehen wir dich mal hier ab. Ziehen dich da hin. Schicken noch 2 hin. Und noch 5 Arbeiter. 2 Kammerdiener und 2 Wachen. So. Das müsste eigentlich reichen. Aber wir brauchen noch einen Arbeiter. So. Jo. Gut, gut. Was mit euch? Ihr habt die Mission noch gar nicht angefangen. Hm? Dann Arbeiter 4, Wachen 2. Arbeiter Techniker. Nee, das hier sollt ihr machen. Los. Sehr gut. Du kannst da weiter verschwören. Ihr seid am Stehlen. Du bist am inzwischen wieder Stehlen. Und du kannst auch wieder stehlen. Sehr schön. Pause aufheben. Strom haben wir inzwischen auch gebaut. Wir haben 30 Puffer. Das ist sehr gut. Für Notfall haben wir jetzt inzwischen 4 von den Dingern. Und die Leichensäcke sind alle leer. Sehr schön. Ja, doch. Oh, so Mission läuft, weil dann das rote blinken, richtig? Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Ah, wir haben hier schon welche verloren. Wir sind bei 6-2. Und die Mission brauchte was? 4-2. Also wenn jetzt eine Wache sterben könnte, wäre das echt schick. Dann könnte ich nicht mal testen, ob man die braucht oder nicht zum Abschließen. Jo, genau. Und die Mission ist anscheinend nicht fehlgeschlagen. Sauber. Das muss nur einer von euch überleben. Das kriegt ihr wohl hin, oder? Warnung. Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Komm schon. Good evening and welcome to the ja, sehr schön. Auch wenn nur ein einziger überlebt hat. Du kannst mal nach Hause gehen. Das hast du dir verdient. Ihr seid immer noch alle auf dem Weg. Was haben wir hier eigentlich für eine Mission? Achso, den Techniker. Achtung, nö. Eindringling. Sicherheitstür wurde ja. Ganz viele Eindringlinge, die werden aber alle gleich rausgeschmissen. Das passt schon. Inzwischen irgendjemand am Cocktail schlürfen? Nö. Nee. Achso, hier waren die Leute ja auch nur... Nee, hier waren die tagsüber. Hier sollten die nachts über sein, in den Zimmern. Das ist komisch. Aber na gut, so oder so haben wir schon mal weniger von den Leuten bei uns in der Basis. Und das ist das Wichtigste. Gut, dann speichern wir nochmal schnell ab. Zack. Speichern. Nach Folge 31. Und wir sehen uns gleich wieder.